Ja, meine Freunde, das ist gar nicht so einfach mit dem feuchten Holz. Ich habe jetzt hier so ein paar alte Lättchen genommen. Die hatte ich fürs Beetabstecken mal genommen. Und ja, ich hoffe damit ein bisschen Grundhitze zu kriegen. Und dann ist das ja auch nachher kein Problem. Wenn das Feuer einmal richtig brennt, dann kann man auch leicht feuchte Sachen draufschmeißen. Aber vor allen Dingen will ich mir ja was zu essen machen. Ich habe mich ganz schön Kohldampf. Ja, meine Lieben, die Zeit vergeht. Es ist heute schon der dritte Advent. Nächste Woche ist Weihnachten. Und dann ist das Jahr auch schon rum. Eine Woche später. Oh ja, jetzt kommt so langsam die Kraft des Feuers. Es ist wieder direkt schön warm hier. Und ja, alle, die das noch nie gemacht haben, so ein Lagerfeuerchen, gibt es ja bestimmt viele in unserer industrialisierten Welt. Das ist herrlich. Ja, meine Freunde, da möchte ich euch mal zeigen, was ich mir zu essen mitgebracht habe. Was ich mir gleich schön jetzt hier über die Glut machen werde. Frische Kartoffeln, Knoblauch, kleine Tomaten, eine Frikadelle, Zwiebeln
und zwei dicke Möhren. Das habe ich zu Hause mir schon klein geschnitten. Die Kartoffeln werde ich gleich noch klein schneiden. Und das gibt es gleich zusammen dann mit ein paar Bohnen. Und ich denke mal, das ist eine deftige Mahlzeit. Genau das Richtige für jetzt hier im Wintergarten.
Ja, meine Freunde, das war's an dieser Stelle hier vom Waldgarten Winter Bushcraft Lagerfeuer. Und ich hoffe, ihr hattet ein wenig Freude. Ich hatte Riesenspaß hier und ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. Und ich wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns garantiert vor Weihnachten nochmal wieder. Macht's gut, bis dann, euer Volker.